Wir bestimmen eine quadratische Kostenfunktion aus drei Punkten. Da wir nur die Berechnung machen wollen, können wir die Grafik, das Grafikfenster kleiner machen. Das Grafikfenster kleiner machen. Das genügt. Hier die Punkte eingeben. Groß A ist gleich Klammer auf 0.000. Die Fixkosten sind also 1.000 Geldeinheiten. Groß B ist gleich 50 3.000 und Groß C ist gleich 80 6.000. Drei Punkte bestimmen eindeutig eine quadratische Funktion. Daher können wir jetzt mit Polynom List of Points, das ist die englische Version von GeoGebra, die Punkteliste einfügen. A, B, C. Punktelisten setzt man in geschwungene Klammer, wie alle Listen. Und könnte noch, wenn man will, die Funktion umbenennen mit Rename und dann ein K, großes K daraus machen. Okay, das ist das Ende dieser